Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Das sind die ersten Klänge, die Besucher der Mindener Tristan und Isolde-Inszenierung ab der Premiere am Samstag zu hören bekommen. Die letzten Proben laufen, nur noch Nuancen werden verfeinert. Das Theater hat das Regie-Team seit Tagen kaum verlassen. Jetzt, bei der Hauptprobe für die dramatische Geschichte um Schuld, Liebe und Vergebung, ist Regisseur Matthias von Stegmann insgesamt zufrieden. Eigentlich sehr, sehr gut. Also toi, toi, toi. Es gibt natürlich immer das ein oder andere, was man dann so als Regisseur irgendwie sieht, wo man sagt, das kann ich jetzt nicht mehr ändern oder da hätte ich vielleicht irgendwie noch was anders machen müssen. Aber im Prinzip bin ich eigentlich ganz zufrieden. Man darf auch nicht vergessen, dass der erste Akt jetzt eine Woche gelegen hat. Das heißt, der erste Akt wird der wahrscheinlich unruhigste sein heute, weil der erste Akt das letzte Mal in der Bühnenorchesterprobe am Montag dran war und der zweite und der dritte Akt sind dann nicht so lange her und dann werden die Leute vielleicht ein bisschen weniger vergessen, aber grundsätzlich spielen sie toll und ich bin sehr zufrieden. Es gibt immer Kleinigkeiten, vor allem auch am Licht, weil wir sehr viele Lichtstände haben, die sehr auf die Gänge der Schauspieler reagieren. Das heißt, wenn einer weiter rechts steht, geht da rechts ein Licht an und wieder aus. Das darf man aber alles nicht merken. Da stimmen die Zeiten noch nicht so ganz. Und natürlich sieht man immer wieder Dinge, die man noch korrigiert. Das macht man allerdings nicht mehr per Probe, sondern man redet jetzt einfach mit den Sängern. Man geht zu denen hin in die Garderobe und sagt, du an der Stelle musst du das so oder so halten. Es sind wirklich nur noch Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen wird nicht mehr viel geändert. Was passieren muss, ist, dass es jetzt einfach zusammenwächst. Bei einer rund fünfstündigen Oper, wie schaffen das sowohl die Sängerinnen und Sänger als auch der Regisseur, sich diese ganzen Kleinigkeiten zu merken? Na, das ist einfach harte Probenarbeit. Also wenn du das tagtäglich probst und genau arbeitest, dann kannst du das durchaus schon schaffen. Also es ist auch für jeden Sänger und jeden Darsteller auf der Bühne eigentlich angenehm, einen sehr, sehr genauen Fahrplan zu haben. Dann lassen sich diese großen Partien viel einfacher bewältigen, wenn man wirklich eigentlich jeden Schritt und jede Handbewegung einstudiert hat. Innerhalb dieses Rahmens gibt es auch immer Freiheiten. Es wird immer Momente geben, die leicht anders sind, die leicht anders passieren. Und das ist auch gut so. Die größte Herausforderung für mich war von Anfang an, den Tristan interessant zu machen. Der Tristan verhandelt sehr viel Psychologisches, er verhandelt sehr viel Emotionales und Wagner bezeichnet das Werk als Handlung in drei Aufzügen, aber die Handlung ist in fünf Sätzen eigentlich erzählt. Das Ganze ist auf fünf Stunden gestreckt, das heißt, man muss versuchen, jeden Augenblick oder jede Szene interessant zu machen, ohne dem Werk irgendwas anderes überzustülpen, also wirklich reinzulesen in das Werk. Das war für mich die schwierigste Aufgabe. Und letztendlich hat sie sich als wesentlich einfacher entpuppt, weil ich so tolle Leute einfach auf der Bühne habe und weil uns Wagner doch sehr viel mehr einfach im Text und im Auszug liefert, als man vermuten möchte. Das merkt man wirklich erst, wenn man dran arbeitet.